Der Kampf gegen kriminelle Großfamilien, vor allem in Berlin und Nordrhein-Westfalen, ist eine der ganz großen Aufgaben der Polizei. Der Vorstand des Bundes Deutscher Kriminalbeamter hat dazu nun ein Positionspapier erstellt, das Welt am Sonntag vorliegt. Darin wird ein deutlich strengerer Kurs gegen die rund 25 kriminellen Clans in der Hauptstadt und rund 50 in Nordrhein-Westfalen gefordert und die Bedrohung aufgezeigt, die von ihnen ausgeht. So würden zunehmend LKA-Beamte und Staatsanwälte eingeschüchtert und bedroht, Polizisten und Rettungskräfte aggressiv angegangen. Das Verhalten, so das Papier, ist ein Paradebeispiel misslungener Integration. Mit der Politik geht das Papier hart ins Gericht. Politiker würden seit mehr als 20 Jahren die Augen vor den Problemen verschließen und das Thema nur bei Wahlkämpfen aufgreifen, danach aber nicht mehr nachhaltig. Der BDK fordert in dem Schreiben unter anderem, dass der Verfassungsschutz im Vorfeld der Polizeiarbeit stärker einbezogen werden muss. Dass der Staat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgehen muss, dass Clans Firmen gründen und illegal erworbenes Vermögen legalisieren. Und dass notfalls Kinder aus kriminellen Familien herausgenommen werden.